So, willkommen zurück. Eine CIA-Geheimstation reagiert nicht. Sie wurde nach dem Singapur-Desaster eingesetzt und sollte die Operationen vor Ort überwachen. Seit die Mauer hochgezogen wurde und die Behörden nicht mehr evakuieren, wird der Ort so ziemlich vom dortigen Verbrechersyndikat regiert, den 54 Immortals. Also, was hast du von der CIA? Das Datenpaket erzählt die ganze traurige Geschichte. Eine Explosion in der alten Coalescence-Anlage forderte 300.000 Opfer. Evakuierung und Wiederaufbau wurden nach den Superstürmen abgebrochen. Also, was ist hier so wichtig, dass die CIA ausgerechnet uns hinschickt? Die Immortals haben Verbindungen zur CDP und ihren Verbündeten. Meist Waffen- und Technikschmuggel. Oh Mann, ich kann dir gar nicht sagen, wie gut das schmeckt. Nach dem ganzen Scheiß Fertigfraß schmeckt das nur himmlisch. Du könntest dir doch einen neuen Mod holen, der alles gut schmecken lässt. Lieber nicht. Denn dann würde ich keinen echten Genuss mehr kennen. Keine halben Sachen, was? Okay, weiter fliegen wir nicht. Okay, dann auf ans Werk! Holt raus, Alter. In diesem gesetzlosen Sumpf können wir richtig gehend froh sein über unser ach so wichtiges Mandat. Wenn der mit voller Kraft hier ankommt, haben wir es mit einem waschechten Orkan zu tun. Hier, ja, nimm. Das kennt man. Nicht, dass du noch weggeweht wirst. Und Tears of War 4. Kane! Wir stören die Kommunikationssysteme der 54 Immortals. Verstanden, Hendrix. Ihr müsst leider unterwegs einen kleinen Zwischenstopp machen. Die Immortals sind schon in der Geheimstation. Sie machen eine Ladung an den Docks-Transport fertig. Wieso greifen die Immortals ein Elendsviertel an? Da muss was sein, das sie haben wollen. Wenn sensible Daten in die Hände der CDP fallen, könnte das dem Winslow-Abkommen immens schaden. Wir warten auf Informationen über einen Drohnenangriff. Aber ihr müsst rein und sie abfangen. Wir müssen sicher gehen. Aktivität voraus. Bleib unten. Die Immortals handeln sehr profitabel mit Menschenfleisch. Sie verkaufen Menschen für jeden erdenklichen Zweck. Deshalb der Angriff auf das Elendsviertel. Was legen Sie ihm um den Hals? Mit dem Halsband können Sie nicht weglaufen. Hendrix, das ist nicht unsere Mission. Hier können wir nichts tun. Den Mistkerl doch! Wir müssen in Deckung gehen! Los! Granaten nützen da nichts! Achtung! Alles klar! Ein Kampfwagen kommt! Sprengsätze kommen gegen die Panzerung nicht an! Feind im Gebäude! Zweiter Stock! Ausschalten! Schnell! Nimm den Schwarmwerfer! Alter, verdrückt er viel. Ja. Den wird gezeigt.
alles sicher. Das war ein verdammt harter Wurf. Wir winden im Zug. Setze den Bolzentreiber ein. Der Supersturm wird immer verheerender. Je höher wir kommen. Verziehe gleich den Bolzentreiber und halt dich gut fest. Bolzentreiber, jetzt! Benutzt den Bolzentreiber! Ja, ja. Oh, oh. Festhalten! Nur noch stärker. Scheiß drauf. Kane, wir gehen rein. Hendrix, Position halten. Die Wellen sind ein Problem. Halt den Bolzentreiber bereit. Scheiße, jetzt kommt immer wieder die Welle. Wird schlimmer. Das Operationsgebiet ist bald nicht mehr passierbar. Oh, da ist das Riesenrad, ey. Verschlechtert sich. Aktiviere den Taktikmodus, damit sie uns nicht überraschen können. Reingefallen. Ich auch. Bist du ins Wasser gefallen? Ja. Durch den blöden Taktik. Oder?
Alles okay? Weil das ist ja gar nichts mehr. Das ist ja nur noch grün. Kane, wir haben die Fracht erreicht. Nee, was das jetzt? Ist nicht praktisch, nur das du musst alles. Nicht verbinden. Ich benutze dein DNI zum Extrahieren und Löschen der Daten. Sowas geht? Dein DNI nutzt unsere zentrale Datenbank. Alles wird erfasst und verfolgt. Dateien gesichert und zensiert. Der Sturm wird schlimmer. Oh. Der Tanker scheint sich vom Wellenbrecher zu lösen. Verstanden. Danke, Kane. Ich nehme das obere Deck, du das untere. Bereit? Noch da. Einmal eine Ehrenrunde gemacht. Wir aus. Jo. Tauchen oder was? Ja. Jo. Kane, wir nähern uns der Kommandozentrale. Melden uns wieder, wenn wir aufgeräumt haben. Macht besser schnell. Wir erhalten schon Berichte, dass die CDP präzise Informationen zu den Schwächen unserer verbündeten Truppen hat. Das bedeutet schwere Verluste für uns. Wir müssen dem einen Riegel vorschieben. Verstanden. Den Riegel hin reinschieben. Naja, das konnte Call of Duty immer gut. Wir haben schon Call of Duty 2 und 3 gespielt.
Stopp! Kane, wir beenden unsere Patrouille. Kriegsherr, in Deckung! Zurück! Hendrix, alles okay? Ja, ich hab ihn! Was zum Teufel? Wer schießt da? Alles okay da hinten? Agent Kane? Ich hatte doch gesagt, oben bleiben. Schien, als würdet ihr Hilfe brauchen. Und ihr wart so laut, dass sich jeder 54-I-Fußsoldat nur zu gern um euch gekümmert hätte. Wir müssen uns beeilen. Schalten wir ihre Kommunikation aus, bevor sie es bemerken. Mir nach. Nach dir? Abgeriegelt. Sie leiten ihre Kommunikation über ein zweites Relais. Kannst du es orten? Sekunde noch. Ich hab's. Von dort aus könnt ihr das Störprogramm hochladen. Wir treffen uns bei der Geheimstation. Klingt wie ein Plan. Bewegung. Klingt wie ein Plan, ja. Ja. So, ich glaub's doch mal beim A-Team. Was hat er immer gesagt beim A-Team, wenn ein Plan funktioniert, ne? Mhm. Ich bin mit der Waffe an der für sich zufrieden. Ja, okay, das Visier nicht so. Also würde ich lieber ein anderes nehmen. Ups, auch wieder das nicht. Nee, kannst du nur wählen, nichts verändern. Nee, verändern kannst du nur an der Waffe. Ja. Also, Kane, was tun wir, wenn wir die Geheimstation erreichen? Zuschlagen und ausrollen. Euer DNI macht euch Jungs zu wandelnden Datenträgern. Wir laden euch sämtliche Daten hoch und löschen dann alles. Was ist mit möglichen Überlebenden? Den Fakten nach wurde die Station von der dominanten Militärkraft in dieser Region geplündert. Oh. Wahrscheinlich gibt es keine Überlebenden. Kane, nähern uns dem Kommunikationsrelais. Es ist schwer verteidigt. Wir hängen da ab, Alter. Warum muss ich jetzt hier wieder einen Wandlauf machen? Nö, hab ich bloß gemacht, damit ich die gleich einnehmen kann, die Box. Also das muss doch jetzt einfach mal gehen, wenn man das kann doch nicht mal doppelt machen. So, meine lieben Freunde. Nein! So, ich bin im Fluss hier. Ach so, das hier. Ich gebe nicht ab. Haben sie wohl die Entwickler wohl doch dran gedacht. Den Controller wohl nicht immer. Ich bin mir ziemlich sicher, als ich das erste Mal die Kampagne gespielt habe, dass ich die Wandläufe machen konnte. Auch ein Doppelsprung und so. Das sehe ich überhaupt gar nicht. Na ja, gut, können wir jetzt nicht ändern. So hinnehmen. So, Raketenwerfer. Oh komm, vorwärts lauf. Ich kann ja mal auf Q drücken, mal gucken, was dann passiert. Erfassung erforderlich. Ja, der einzige Roboter, der noch rumläuft. Das ist 3. Na los, kümmere dich ums Relais! Hier ist eine andere Waffe. 1. Na, das ist Raketenwaffe. Ja, das habe ich alles auf dem Steuerkreuz. Gut. Gut. Hier ist los. Was zum Sammeln. Aus. Das Relais ausschalten. Die Penner dürfen nicht mehr miteinander reden. Kane, die Kommunikation wird ausgeschaltet. Wo bist du? Ich check die Geheimstation. Sie ist voller 54 Immortals. Sende neue Koordinaten auf euer HUD. Auf dem Weg.
Sind wir fertig? Fertig. Gibt's hier nichts zum Einsammeln, ne? Nö. Zumindest so jetzt mal noch nichts aus. Haben sie immer sehr gut versteckt. Ging's aber noch höher? Okay. Sackgasse. Er passt ja genau rein in die Sackgasse. Es könnte jeden Moment alles einstürzen. Ja? Was ist sowas? Achtung, Hendrix! Das Gebäude bricht zusammen! Oh. Oha. Ja. Vorsicht! Auf dem Grabstein soll doch nicht Scheiß Sturm stehen, oder? Nee. Warum nicht? Wir haben was Neues. Ein Held ist gestorben. Zeit für neue Helden. Das soll da draufstehen. Hier bricht alles zusammen. Glaube nicht, dass hier noch wer lebt. Eher nicht. Nachladeruckler. Aha. Sie sind immer noch da und wollen alles mitnehmen, bevor der Sturm noch heftiger zuschlägt. Was sollen wir tun? Wir greifen sie an, bevor der Sturm kommt. Einfach nur ranspringen, ne? Öfter, glaube ich, springen. Ja. Benutzen. Ruderknopf geben. Die F drücken. Muss schon hier hin drücken. Also hier so stehen, dann steht's da. Ja. Aha! X. Jetzt bin ich erst ein. Aber. War ja ganz geschmeidig. Ah, die haben wir so noch nicht entdeckt, ne? Pfeile leeren sich! Direkt voraus! Aha. Ihre KRs müssen resetten! Schalten wir sie aus! Geschossen. Feindlicher Kriegsherr! Verstärkungen auf der Straße! Also noch ein Roboter. Ja. Du Arschloch, gibt's immer eine Kartoffel, mein lieber Freund. Ja, damit kannst du ja dann umgehen. So, wo gibt's den Nahkampf? Ja, Sick ist ja erst da. Ja, der hat eine Granate gegeben. Kann ich ja gut gebrauchen. Wir sehen die Geheimstation. Okay, das muss hier reingehen, die Tür. Doch nicht. Da auf dem Außen muss man da wohl gut hier essen, genau. Okay. Nee. Finden wir heraus, womit wir es hier zu tun haben. Ah, jetzt die Tür auf. Was ist denn hier passiert? Da hatte es jemand eilig. Kane? Vielleicht 54 IKR-Explosionen. Die Türen wurden nicht von außen gesprengt, sondern von innen.
Ah, hier ist ein Sammelstück. Bist du? Hier. Hier. Nein, hoch. Ach, da bist du. Hier. Hier ist ein Sammelstück eigentlich. Okay, dann habe ich es wahrscheinlich schon. Jetzt habe ich hier alles. Da vorne ist was. Bereit machen. Nicht. Noch eine Granate? Ja. Hörst du das? Da drin ist jemand. Die Tür öffnen. Los! Kein Gewalteinsatz nötig. Manchmal muss man nur klopfen. Mein Gott! Schalt den Scheiß ab! Einen vereisten Wald vor. Was zur Hölle ist das, Kane? Ich suche gerade. Verwehrung der Wiedergeburt. Von einem Jay Zong. Vollstrecker der 54 Immortals. Es war eine Hinrichtungsmethode für ihre schlimmsten Feinde. Durchgeführt am lebenden Objekt. Oh nein, gar nicht gut. Was? Ist noch was? Die Datenträger. Sie sind weg. Überwachungsvideos, Berichte, Befragungen, alles, was wir runterladen und löschen wollten. Lokale Kopie einer CIA-Geheimseite. Mit Tagesstand der weltweiten CIA-Aktivität. Wenn das rauskommt, dann fliegt jede CIA-Operation auf der ganzen Welt auf. Und die Peilsender der Laufwerke? Die Biokuppeln. Das Herz der 54 Immortals und Heimat des Bruderschwester-Anführergespanns Go Min und Go Julan. Also holen wir uns die Laufwerke und zahlen es ihnen heim. Ich glaube nicht, dass das die Immortals waren. Die Türen wurden von innen gesprengt. Sie haben gebohrt. Sie waren nie in diesem Raum. Aber wer war es dann? Ich meine, wer hatte sonst noch Zugang? Diese Station wurde zuletzt benutzt von einer Black Cyber Ops Einheit vom Winslow-Abkommen. Das war John Taylors Team. Glaubst du, sie sind für die Morde verantwortlich? Keine beschissene Chance, Kane. Ich kenne doch Taylor. Er würde sich niemals gegen uns wenden. Kommt dann noch was? Hallo Spiel. Mag das Spiel noch?
Ah, jetzt. Die Mission ist jetzt durch, wahrscheinlich, ja. Jetzt kommen ja Belohnungen. Ja. Ja. Mission wird abgeschlossen. Sehen wir uns zur nächsten wieder, würde ich sagen. Bis dahin. Ciao, ciao. I wish to stop.